Kleinspielern im Gegensatz zu Hochstaplern. Kennst du das? Du hast mit jemandem zu tun und du hast das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist komisch. Und was ist komisch, ist, dass diese Person etwas anderes darstellen möchte, was sie glaubt zu sein. Und das macht diese komische Energie, diese abstoßende Energie, diese Energie, wo du denkst, hä, was ist mit dieser Person los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Divine Design Manifestation. Es geht darum zu verstehen, wer du wirklich bist in Wahrhaftigkeit und dass du durch deinen Seinszustand deine ganze Welt generierst, manifestierst, dass alles, was da draußen für dich erscheint, ein Ausdruck deiner selbst ist. Und so kommt es eben auch, dass ein Ausdruck deiner selbst eine Person sein kann, die sich klein fühlt, die sich nicht gut genug fühlt, die Angst hat, ihre wahre Meinung kundzutun, ihre Standpunkte zu teilen, sich zu zeigen. Das ist in der Beziehung zu deinem SP, zu deinem potenziellen SP, genauso wichtig wie im Business, in der Beziehung zu deinen Kunden. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass du verstehst, es geht nur darum, dass du die eine Person bist. Du bist eine einzige Person. Es gibt keine Rollen, die du spielen musst. Es gibt nur deine wahrhaftige Divine Design Identität, Persönlichkeit, Rolle komplett anzunehmen und zu wissen, dass diese Identität, diese Rolle dein ganzes Leben generiert und manifestiert. Aus dieser Rolle, aus deiner Hauptrolle in deinem Leben entstehen alle Nebendarsteller, alle Statisten sind deswegen da, weil du die Rolle in deinem Spiel deines Lebens spielst. Und wenn du dir die Rolle gibst, jemand, der nicht gut genug ist, jemand, der Angst haben muss vor Kritik, jemand, der Angst haben muss vor den Meinungen und Anschauungen und Rückmeldungen anderer, dann bist du das. Und dann bist du auch gefangen in deinen Emotionen, dann bist du gefangen in Angst, dann bist du gefangen in der eigenen Horrorshow und Geisterbahn, die du dir in dein Leben kreiert hast. Wichtig hier ist noch zu sagen, wir sind so konditioniert. Wir sind in eine Horrorshow hineingeboren, um herauszufinden, dass diese Horrorshow hausgemacht ist und von uns nicht gelebt und erlebt werden muss. Du hast also keine Schuld, es ist nur für dich deine Divine Design Reise, um das zu erkennen, um dieses Spiel des Lebens, wie Florence Goreschin es so schön nennt in ihrem Buch, das zu durchschauen. Und wenn du es durchschaut hast, dann hast du auch die Regeln dieses Spieles, diese Prinzipien, diese Manifestation unseres Lebens durchschaut. Und dann gibt es keinen Grund mehr, dich irgendwann und irgendwie nicht gut genug zu fühlen oder zu meinen, du musst klein spielen oder du musst einen auf Understatement machen. Das passiert nur, wenn du halt doch insgeheim glaubst, dass irgendjemand sehen könnte, dass etwas an dir falsch ist, nicht ganz stimmig und nicht gut genug. Und deswegen versteckst du dich. Und du kannst erst auftauchen aus deinem Versteck, wenn es für dich 100% klar ist, wer du bist und dass du 100% gut genug, immer gut genug, immer schon gut genug gewesen bist. Und diese Identity, die kriegst du aus deinem Divine Design Bewusstsein, aus dem Bewusstsein, wo es dir klar und bewusst wird, dass es nicht außerhalb von dir geben kann, weil alles, was du wahrnimmst, auf allen Sinnesebenen nimmst du wahr. Auch du nimmst deine Gefühle wahr, deine Emotionen wahr, auch du interpretierst diese. Und wenn du alle unguten Emotionen nur dahingehend interpretieren würdest und sagen würdest, da ist irgendeine Vorstellung in meinem Kopf, die nicht meinem Divine Design entspricht, meiner Wahrhaftigkeit, meiner Perfektion, das, was ich in Wahrheit bin, deswegen fühle ich mich schlecht, hättest du nie wieder Angst davor, wenn du dich schlecht fühlst, sondern hättest
die Gabe, diese Information der schlechten Gefühle zu hinterfragen und rauszufinden, was für Lügen du noch glaubst. Und das ist dieser Mechanismus von Kleinspielen. Und der ist so unangenehm, weil es nicht dem entspricht, was du wirklich bist. Weil es nicht du ist in Wahrheit und in Wahrhaftigkeit, sondern weil es du in einer Rolle bist, die du dir selber gegeben hast im Verhältnis zu all den Mitspielern im Außen, in deinem Leben. Und jetzt kommen wir zu der Imposterrolle, zu der Rolle des Hochstaplers. Warum verkörpern Menschen unbewusst, natürlich unbewusst, die Rolle eines Hochstaplers? Weil sie wissen, dass da mehr ist, weil sie wissen, sie dürfen mehr wollen, sie dürfen mehr können, aber sie wissen nicht wie und versuchen sich in ein Wie hinein zu setzen, von dem sie glauben, dass sie als diese Person, als diese Persönlichkeit, als diese Identität die Person sind, die ihre Qualifikationen ausstrahlt, ihre Ambitionen ausstrahlt, ihre Qualität, ihren Wert ausstrahlt. Aber ein Hochstapler weiß nicht, wer er ist. Er kennt seinen wahren Wert nicht. Er ist nicht verankert in seinem Wert. Er kennt sich nicht bedingungslos an, sondern er lebt immer noch auch hier in der Welt der Bedingungen, der Welt des Human Designs, wo man gesagt kriegt, wie man sein muss, wie man sich verhalten muss, wie man andere behandeln muss, wie man verkaufen muss, Sales Scripts und so weiter und so fort, Leitfäden, Teachings folgt, ohne zu wissen, dass ich kein Teaching brauche, dass ich das Teaching bin, dass ich die Personality bin, dass ich durch meine Intention, die ich habe in meinem Beruf, in meinem Job, für meine Partnerschaft schon total qualifiziert bin. Und dass alles da ist, was ich dazu brauche. Aber wenn du das nicht weißt in deinem Kopf, wirst du ein Auftreten haben, das Leute überzeugen muss. Wirst du ein Auftreten haben, das ich beweisen muss, das ich zeigen muss, das ich irgendwo dokumentieren muss. Aber nicht als du selber, sondern als die Rolle, die du annimmst. Und das ist dieses große, große Problem, wenn Leute wissen, ich muss jemand anders sein, um andere Ergebnisse zu bekommen. Ich muss meine Identität, meine Persönlichkeit ändern. Und dann kommt die Frage, wie muss ich denn sein? Wie muss ich denn sein? Was muss ich denn zeigen da draußen? Wie muss ich mich zeigen? Und das ist alles außerhalb von dir. Und wenn du diesen ganzen Kram einfach mal loslässt und wirklich weißt, hier, so wie ich bin, das, was ich will, war schon immer perfekt. Weil ich bin pure reine Liebe, ich bin pure höchste, beste Intention. Und weil ich das bin, muss ich das auf gar keine Art und Weise irgendwie zeigen, dass es irgendjemand versteht, dieses psychologische Spiel. Es ist kein psychologisches Spiel. Es ist ein energetisches Spiel. Und dieses energetische Spiel, das musst du lernen zu spielen. Und das findet hinter jeglicher Psychologie statt. Psychologie ist nur eine Art und Weise, wo versucht worden ist, dieses energetische Spiel wieder in Zusammenhänge und Rückschlüsse zu bringen. Aber Energie braucht keine Zusammenhänge und Rückschlüsse. Energie ist einfach das, was du denkst. Deine Ausstrahlung, deine Ansichten, deine Rückschlüsse, deine Meinung. Und das ist jenseits von all dem, was gelehrt wird. Und das zu verstehen, ist dein Schlüssel, dein Weg in die Freiheit, weil dann weißt du, dass es nicht darauf ankommt, welche Rolle du spielst, was du zeigst, was du dokumentierst, um im Außen Wirkung zu erzielen, sondern dass du kennst, ich bin ja schon die Wirkung. Ich bin das Beste, was allen Menschen passieren kann, weil ich bin ja alles. Und wenn ich das Beste in mir sehe,
Dann sehe ich auch das Beste in den anderen Menschen, aber die Psychologie und insbesondere die Verkaufspsychologie, die sagt halt immer wieder, du verkaufst nur, wenn du die Probleme bei den anderen findest und ihnen zeigst, wie du sie lösen kannst. Und das ist unangenehm, weil ich will niemanden, der die Probleme bei mir findet und mir zeigt, wie ich sie lösen kann, sondern ich will jemanden, der erkennt, dass ich eigentlich gar keine Probleme habe und der mich in diese Personality reinsetzt und verankert und mir sagt, hey Lady, hey Mann, dein Denken macht dich schlecht und ansonsten ist nichts schlecht an dir und ansonsten hast du auch überhaupt kein Problem. Deine ganzen Probleme, die kommen nur, weil du in Problemen denkst. Weil du denkst, es gibt Probleme, weil du glaubst, das Problem hat eine Ursache im Außen. Und die musst du erkennen und verändern durch einen Plan oder einen Prozess. Aber das ist nicht, was Energie von dir erwartet, verlangt, damit sie wirken kann, damit sie sich ausdrücken kann, damit sie sich manifestieren kann. Was Energie von dir erwartet, ist, dass du das bist, was du ausdrücken möchtest. Möchtest du als Coach ausdrücken, einen Kunden, einen Mentee, einen Coachee, der sein geilstes und schönstes und großartigstes Leben lebt? Dann musst du diese Person sein, die weiß, dass dieser Coachee oder wen auch immer du nur siehst, dein Kind, deine Family, mit wem du es auch zu tun haben möchtest, weil das kannst du wählen, das in deiner Welt ist, was du siehst. Und wenn du anfängst zu erkennen, diese Blume, diese Blüte, diese Perfektion, dieses Divine Design in anderen Menschen zu erkennen, dann matchst du im Business und eben auch privat auf dem Level, wo du matchen möchtest. Aber zuerst musst du die Person sein. Und du kannst nicht jemanden treffen, den du oberhalb dir siehst oder unterhalb dir siehst, sondern du kannst Menschen nur da treffen, wo du bist, wo du selber bist. Und wenn du nun mal jetzt die ganze Zeit Hochstapler siehst oder Leute, die über dir stehen oder die dir meinen, du bist kleiner, weil du daneben klein spielst, dann bist du diejenige, die nicht gut genug ist, derjenige, der nicht gut genug ist, der jemanden braucht, um ihn zu verbessern. Und dann hast du halt, kommst du halt in Leute, zu Leuten im Business, im Privat und im Geschäft, die dich so behandeln. Und das muss nichts mit dir machen. Es gibt immer wieder Leute, die eben diese Vorstellung haben. Von außen immer wieder diese Hochstapler meinen, sie müssen besser sein oder sich besser verkaufen als derjenige, mit dem sie zusammen sind oder zusammenarbeiten, damit der nach oben schaut. Aber in Wahrheit wollen wir das alle überhaupt nicht. Wir wollen weder nach unten schauen, noch wollen wir nach oben schauen, sondern wir wollen Augenhöhe. Und ich möchte Augenhöhe ganz oben im Divine Design, in meiner höchsten Perfektion, in dem, wo ich absolut erfüllt bin, fehlerfrei bin. Und das ist nicht eine Sache der Relation, ob ich fehlerfrei bin, ob ich perfekt bin, ob ich erfolgreich bin, wie viel Geld ich habe, wie viele Angestellte ich habe, wie viel was weiß ich nicht, was ich habe, sondern es ist eine Sache der Energie, eines Seinszustandes, meiner Welt, meiner Umwelt, die ich so sehe, generiere und kreiere. Und dazu muss ich mich da hinsetzen, selber auf den höchsten Punkt meines Seinszustandes, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingung, ohne Angst, ohne Sorgen, sondern einfach, weil ich weiß, ich kann mich in die Energie, die ich generiere, hundertprozentig reinlegen. Ich kann mich darauf verlassen.
Ich halte mir meinen Rücken frei. Nicht das Universum, sondern das Universum, das ich generiert habe. Da ist kein äußeres Universum. Es ist nur die Energie. Das ist mein Universum. Und wenn ich erkenne, ich kann mich auf mich verlassen, weil ich keine Scheiße über mich erzähle, weil ich nicht anfange, mich irgendwie klein zu machen, weil ich nicht anfange, irgendwie duckmäuserisch zu sein, weil ich nicht anfange, an mir zu zweifeln. Sei es im Relation zu wem auch immer da außen, sondern ich weiß, das bin ich, das ist meine Welt und meine Welt funktioniert so, wie ich es mir vorstelle, wie ich das haben will. Und es ist so, so wichtig zu verstehen, weil alle Energien sind da, alle Vorstellungen stehen zur Verfügung. Die Frage ist nur, kaufst du dich da ein? Nimmst du das in deine Realität, wenn du es siehst, wenn du es wahrnimmst, wenn es dir begegnet oder sagst du, das ist nicht meins? Und für mich ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, als, ja, als Anfassbeispiel für dich, ich möchte Partnerschaften auf Augenhöhe, sei es in Beziehung, sei es in Freundschaften, ich möchte Menschen in ihrem Divine Design sehen, erleben. Und wenn mir das nicht möglich ist, mir aus einem Menschen die höchste Version herauszusehen, dann ist es für mich im Business kein Match zum Zusammenarbeiten. Und dann ist es für mich auch im Privaten kein Match für ein Date oder für einen Ausflug oder für was auch immer. Ich lebe in meiner Welt und da sind meine Matches drin. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit für mich im Social Media Bereich. Und da möchte ich mit niemandem zusammenarbeiten, der fehlerorientiert ist, weil er sich positioniert und prädestiniert, um mir zu zeigen, wie toll er meine Fehler sieht und ausmerzt. Und das ist Human Design, das ist Mangeldesign, das ist Verkaufen aus dieser Position aus, du musst ein Problem für deinen Kunden lösen. Aber wenn ich ein Kunde bin, der kein Problem hat, wenn ich ein Kunde bin, der Wachstum sehen will, Begeisterung, wenn ich ein Kunde sehen will, der Begeisterung in allen Partnerschaften, mit denen ich zu tun habe, Partnerschaften mit Kunden, Partnerschaften mit Lieferanten, mit Unterstützern sehen möchte, kann ich mit niemandem zusammenarbeiten, der noch in dieser alten Welt lebt, der in der Welt lebt und versucht, Fehler zu finden, um sich dann toll zu positionieren und zu sagen, das machst du nicht gut, das machst du nicht gut, ich zeige dir, wie es besser geht, du bist scheiße. Und in meiner Welt funktioniert das nicht und in meiner Welt kaufe ich so nicht und in meiner Welt verkaufe ich so nicht, sondern es geht darum, du bist absolut perfekt, dir fehlt nichts, alles ist gegeben. Was willst du erleben? Was willst du erleben? Und was will ich erleben? Ich will erleben für mich, in meinem Business, in meiner Angelegenheit, dass das jeder versteht, was ich hier sage. Und ich will erleben, dass es jeder mal gehört hat. Dass es eine absolute Lüge ist, was hier gelehrt wird, was für ein Mindset wir versorgt werden als Mensch. Und dass es unsere Aufgabe ist, auf diese Divine Design Reise zu gehen und diese absolute Lügenhaftigkeit in diesen ganzen Beschränkungen und ganzen Zusammenhängen und Analysen zu erkennen, einfach zu sagen, ich entscheide, wer ich bin. Ich entscheide, dass ich fehlerfrei bin. Ich entscheide mich für mein göttliches Design, weil ich weiß, dass alles, was ich aufgenommen habe, auf Basis von einem mangelhaften Menschenbild entstanden ist. Und das ist nicht wahr. Und so gesehen gibt es in Wahrheit nicht die Notwendigkeit, irgendwo Hochstapler versuchen zu sein, weil die Energie lügt nie. Die Energie lügt nie. Oder sich klein zu machen wie eine kleine Maus. Beides Mal stimmt nicht mit dem wahrhaftigen Divine Design überein. Und solange es nicht stimmt, gibt es keine energetische Harmonie. Und wenn es keine energetische Harmonie gibt, dann fühlt sich es immer irgendwie falsch an. Und dieses Falsch wird immer als irgendwie gut, nicht gut genug interpretiert und bringt dann wieder
den Mensch, der mit seinem Human Design, Ego Design Denken noch am Start ist, dazu zu denken, was muss ich besser machen? Und die einzige Antwort ist, das, was du besser machen musst, ist, dich anzusehen in deiner absoluten besten Perfektion, dich zu erkennen. Das ist alles, was du besser machen musst. Du musst nichts anderes besser machen, als zu erkennen, wer du wirklich bist, dich daraus wahrzunehmen, daraus zu denken über dich, über die anderen und über die Welt. Das ist alles, was du besser machen musst. Und wenn du Erfolg suchst, ist er schon in dir angelegt. Er ist schon da. Du bist schon erfolgreich. Aber nicht. Du wirst diesen Erfolg und diesen Weg und diese Herzensmission und deine Berufung wirst du nicht finden aus dem Standpunkt heraus. Sie ist noch nicht hier, sondern ich muss sie da außen irgendwo finden. Irgendjemand wird sie mir dann schon noch sagen. Irgendjemand wird mir zeigen, wie gut genug ich bin. Irgendjemand wird mir meinen Erfolg dokumentieren im Sinne von Einkommen und so weiter. Das ist nicht der Weg. Es ist falsch rum. Du musst davon ausgehen, dass alles schon da ist mit dir, mit deiner Ankunft ist Kreation beendet. Es ist beendet. Und das muss in deinen Verstand rein. Und das ist ein Denken, das ist nicht von dieser menschlich designten Welt, von dieser zusammenhängenden Welt, von dieser Welt, wo du beweisen möchtest, bevor du etwas glauben kannst. Ich glaube es, wenn ich sehe. Ich glaube es, wenn ich es weiß. Wenn ich es weiß, wenn mein Verstand es weiß und ich erkläre dir hier und in meinen Coachings, in meinen Programmen, erkläre ich deinem Verstand, dass er wissen darf, dass er perfekt ist und dass die Perfektion ausreichend ist für jedes Leben, für jedes Erlebnis, für jede Beziehung, für jedes Business, für jeden Job, für jede Interaktion, für alles. Du musst nichts mehr umzu. Du musst nur in dieses absolute Denken, dieses Divine Design Prinzips einsteigen und nicht mehr in diese andere Welt abrutschen, wo du dich klein oder nicht gut genug fühlst, dich aus diesem Grund zurückziehst und Dinge nicht tust und wagst und umsetzt, die du gerne möchtest, oder in die Welt des Impostertums, in die Welt des Hochstaplertums reingehst, wo du meinst, dass du andere in ihrer Fehlerhaftigkeit sehen musst, um dich selber ein bisschen gut genug zu fühlen. Das ist nicht der Weg. Es fühlt sich nicht gut an, weil es nicht richtig ist, weil es nicht stimmig ist. Der Weg ist über dein Divine Design, über die Erkenntnis, über dieses Denken, über die Ansichten. Und es ist nur du. Es bist nur du. Die ganze Welt ist voll von Dus. In allen möglichen verschiedenen Variationen. Variationen, wo du schon erlebt hast. Aber das heißt nicht, dass das deine wahrhaftige Identität ist, sondern auch in die musst du immer wieder zurückkommen. Und daraus erschaffst du alles mit so viel Leichtigkeit. Das ist alles ich. Und es ist perfekt, so wie es ist. Und ich mache mein Ding. Ich verkörpere mich so, wie es für mich passend ist. Ich verkörpere mich so, wie es sich für mich gut anfühlt. Und du kannst mir nicht sagen, dass es sich gut anfühlt, sich wie eine kleine Maus oder als klein und mich gut genug zu fühlen oder von anderen beobachtet, kritisiert und eingeordnet. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass es sich gut anfühlt, sich oben auf einen Thron zu setzen und von oben herabzuschauen und Fehler bei anderen zu suchen, um sie eine Thronposition zu rechtfertigen. Das sind genau diese Ansichten, die du verinnerlichen darfst, die dich frei machen und die dir die Welt öffnen und dir die diesen Erfolg in allen Lebensbereichen, in allen Beziehungen bringen. Es geht nur so. Es ist komplett anders von dem, was du gelernt hast. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir schreibst unter dieses Video, wenn du kommentierst, wenn du likest, wenn du teilst vor allem. Und ja, lass uns dieses Movement in die Welt tragen.
diese Lügen aufdecken und einfach nicht mehr versorgen mit Aufmerksamkeit. Wenn deine Welt eine Divine Design Welt ist, dann hast du den Beitrag geleistet und dann kannst du dich vergnügen in deiner Erfüllung. Wir sehen uns im nächsten Video.